Jeden Morgen, wenn Familie Thomsen auf der Terrasse frühstückt, erwartet sie ein ganz besonderer Gast. Denn dann kommt ein Storchenpaar zum Fischfrühstück. Am liebsten mögen sie Seelachs in Häppchen. Serviert wird gegen 8 Uhr. Seit 2015 ist Robert samt Weibchen Rosalie Stammgast bei Familie Thomsen in Haselau. Seine Suite liegt in 11 Metern Höhe, maßgefertigt von Tischlermeister Rolf. Ein Leben ohne die langbeinigen Gäste ist für ihn und seine Frau Gabi nicht mehr vorstellbar. Also das Fischbrötchen ist wirklich so, wenn die merken oder Robert merkt, bei uns geht Licht im Haus an oder wir bewegen uns hin und her, dann kommt er runter, wenn er wirklich Hunger hat, kommt bis zur Terrassentür, guckt um die Ecke und wartet wirklich so lange, bis wir die Tür aufmachen. Dann geht er 2-3 Schritte zurück und dann bekommt er morgens seinen Fisch. Robert! Na komm! 2018 wurden die Thomsens zu Pflegeeltern, als ein Junges aus dem Horst fiel. Sie retteten den Kleinen, tauften ihn Lucky. Da haben wir per Kamera, die wir oben haben, konnten wir sehen, dass ein Storchenjunge immer am Rande saß des Nestes. Und die anderen wurden geschützt von der Mutter, weil es ja auch sehr warm war. Das war im Mai gewesen. Und dann sind wir nach Hause gefahren, haben ein Netz gespannt, ein Kirschnetz gespannt. Und dann haben wir gesehen, dass doch die Mama das Junge aus dem Nest geschubst hatte. Und dadurch, dass wir das Netz hatten, konnten wir den kleinen Storchling, den Findling dann natürlich retten und aufziehen. Und natürlich servieren die Thomsens auch ihm ein liebevolles Fischfrühstück. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.